Welcome to the vibrant city of Barcelona, where history meets modernity in a symphony of architectural wonder. From the bustling narrow streets of the Gothic Quarter to the breathtaking landmarks the city has to offer, your journey as a taxi driver begins. Feel the sea breeze on your face as you cruise along sun-kissed beaches and embark on an unforgettable adventure. Embrace the spirit of Barcelona and become the most sought-after taxi driver in town. Hallöchen, liebe YouTube-Krümels, und schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid bei einem wieder neuen Simulator, und zwar Taxi Life, a City Driving Simulator. Ja, ich habe das Tutorial jetzt gerade einmal durchgespielt. Das können wir selbstverständlich auch nochmal zusammen machen. Wenn ihr das gerne sehen möchtet, schreibt das in die Kommentare. Dann gucken wir uns das natürlich auch nochmal zusammen an. Aber ich habe gedacht, wir starten einfach mal direkt los. Und was bedeutet das? Wir sind als Taxifahrer in Barcelona unterwegs und bringen halt die Leute von A nach B. Haben unser eigenes Taxi, was wir ja pimpen können, schön machen können. Wir selber können leveln. Aber ich würde mal sagen, ich zeige euch das einfach mal direkt und dann geht's los. Hier sind wir jetzt in unserer Garage. So, hier sagt er auch nochmal, wie, was wir machen können und so weiter. Uns wird hier immer wieder schön alles auch angezeigt, was ich wirklich angenehm finde. Wenn da noch ein paar Fragen sind, ja, genau. Wir können unser Auto in der Garage natürlich auch warten. Das, wo wir das hier noch gerade als Info haben, gebe ich das auch nochmal so direkt mit ran. Und genau, tanken, reinigen, das ist zum Beispiel auch ein sehr wichtiger Punkt, aber dazu kommen wir gleich noch, wenn wir ein bisschen auf der Straße sind. Wie gesagt, erstmal möchte ich euch hier das Ganze einmal zeigen. Ich habe schon mal mein Taxi ein bisschen fertig gemacht. Ihr seht schon, ist nicht mehr ganz Standard. Da können wir halt uns ganz wild austoben, individualisieren von innen, genauso von außen. Genau, und ach seht ihr, guck mal, den habe ich gar nicht gesehen. Oh. Also, ihr seht, wir können auch noch einiges freischalten. Also, ich finde es wirklich sehr, sehr niedlich gemacht. Den nehmen wir jetzt auch einfach, weil wir schon hier sind. Ja, und so sieht schon mal hier unsere Garage aus. Wir können uns um unser Auto kümmern. Hier müssen wir einmal reparieren oder wieder sauber machen. Das war's, waren einmal Waschkosten. Genau, und dann können wir selber uns tatsächlich auch leveln. Müssen wir mit der Zeit natürlich auch. Ihr seht, wir kriegen hier diverse weitere Fähigkeiten zugeschrieben. Was Wartung angeht, Fahren und so weiter. Wenn wir das uns auch nochmal im Detail angucken sollen, sagt Bescheid. Aber ich glaube, das ist für heute nicht ganz so wichtig. Wir wollen erstmal zusehen, dass wir jetzt auf die Straße kommen. Und dafür werden wir uns natürlich... Oha, ich habe damit nichts zu tun. Gar nichts. Das möchte ich an dieser Stelle festhalten. So, hier sehen wir auch schon unsere Karte. Überall, wo diese kleinen Männchen sind, das sind die... die auf ein Taxi warten. Wir haben hier unsere Garagen, interessante Street Art. Wir haben diverse Punkte, Sehenswürdigkeiten, die wir uns angucken können. Hier sehen wir auch schon, hier sind Radarfallen. Das ist zum Beispiel auch in diesem Spiel wichtig, wirklich wichtig, dass wir auf eine korrekte Fahrweise achten. Mit Blinken und natürlich Geschwindigkeit und so weiter. Weil, wenn wir das nicht machen, wenn wir von der Polizei zum Beispiel erwischt werden und so weiter, kostet uns das zum einen Geld natürlich, und zum anderen auch XP-Punkte. Und wir wollen ja erstmal zusehen, dass wir nochmal ordentlich leveln. Genauso kann es sein, dass unsere Fahrgäste ein bisschen unzufrieden werden. Das ist der Punkt, was ich eben meinte. Das Taxi soll sauber sein und so weiter. Also wir müssen da wirklich ein bisschen gucken, machen, tun, was unsere Fahrgäste möchten und wie es alles so ausschaut. Ich bin dementsprechend echt super, super gespannt. Und wir haben hier ja schon gleich einen. Da können wir auch sehen, ne, das ist jetzt Matteo. Schwierigkeitsgrad normal. Die Länge der Strecke ist mittel. Basisentfernung zum Startpunkt 0,02 Kilometer. Ja, er steht direkt neben uns. Dann sehen wir, wo das Ganze losgeht. Wir sehen aber noch nicht, wo es hingeht. Das erfahren wir erst, wenn wir die Person abholen, mitnehmen. Dann sagt er uns, wo es hingehen soll. Und ich würde sagen, wir nehmen ihn hier auch mal direkt mit und legen mal einfach los. So, wir haben Innenansicht, wir haben Außenansicht, auch wirklich wieder sehr, sehr schön gemacht. Ich bin noch ein bisschen unsicher, ob ich wirklich die ganze Zeit in der Innenansicht fahre oder wir immer wieder auch in die Außenansicht switchen. Im Tutorial habe ich es tatsächlich gemacht, es war für mich zum Teil ein bisschen angenehmer, auch da immer mal wieder zu gucken. So, guck mal, hier müssen wir jetzt zum Beispiel gucken, dass wir vernünftig einparken.
Na, ihr seht, ich blinke immer wieder. So wurde uns das im Tutorial erklärt, dass wir wirklich da ordentlich drauf achten sollen. Wir fahren die ganze Zeit vor, zurück. So, deswegen einmal Handbremse an. Und deswegen auch mein Angebot, wenn ihr möchtet, gucken wir uns das Tutorial nochmal zusammen an, dass ihr seht, was da alles gesagt wird, wo wir drauf achten müssen, wie es ausschaut. Da ist natürlich auch nochmal eine wirklich sehr, sehr schöne Erklärung bei. Ich frage mich gerade, warum die da nicht fahren. Ist da irgendwo eine Ampel? Ach, der möchte... Was möchte er denn? Ach, er möchte eigentlich da ausscheren. Aber er hängt irgendwie ein bisschen. Ja, ihr seht, ne, da geht's los. Natürlich sind hier auch noch hier, da, dort ein paar Bugs dabei. Ich habe sie auch schon festgestellt. Hier sehen wir es jetzt halt, ups, auch natürlich. Aber ich gehe mal davon aus, dass manche oder die meisten Sachen davon auch noch behoben werden und dass wir da nicht gleich die Flinte ins Korn werfen und das Spiel zerreißen, sondern wir warten erstmal ein Weilchen ab. Ihr könnt unten auch sehen, unter meiner Karte, wir haben nur eine bestimmte Zeit, um uns, um die Kunden zu kümmern. Ne? Sie haben halt wirklich, ja, der Geduldsfaden ist ein bisschen, wow, schwierig. Hier genauso jetzt. Er sagt uns jetzt, wo es hingehen soll. Jetzt können wir es auf der Karte sehen in unserem Navi. Wie, was, wo. Und natürlich sehen wir auch unten, oh, wie stehen die denn hier alle? Der Wahnsinn. Achso, weil es rot war. Dass die halt zum Teil keine, was heißt, keine Geduld haben, ne? Das es schwieriger sein können, dass sie relativ schnell an ihrem Zielort ankommen möchten. Und das gibt natürlich auch dementsprechend gutes Trinkgeld, weniger gutes Trinkgeld und XP. So, wir dürfen maximal, was heißt maximal? Die Geschwindigkeitsbegrenzung hier ist 50 km/h. Natürlich können wir schneller fahren, aber es ist dann natürlich wieder das Risiko, dass wir Strafe zahlen müssen. Weil hier natürlich auch die Polizei mit unterwegs ist und wir wollen das selbstverständlich alles vernünftig machen. Zumindest erstmal. Ich denke mal schon, dass wir es zum Teil auch mal ein bisschen... Er ist mir halt einfach reingefahren, ne? Wie gesagt, hier, da, dort haben wir noch ein paar Fehler, aber wir verzeihen das jetzt erstmal. Das war mein Fehler, es tut mir leid. Das war mein Fehler, weil ich geguckt habe, wo mein Blinker ist. Das Auto hat... Es tut mir wirklich leid, wirklich. Meine Versicherung wird sich bei Ihnen melden. So. Wir können auch noch mal ein bisschen in die Außenansicht gehen, damit wir noch mal ein bisschen von der Karte sind. Nur so, guck mal, dann schauen wir so erstmal. Ich glaube, hier sehen wir auch noch mal ein bisschen mehr. Dass wir einfach das ein bisschen anschauen, was nämlich wirklich, wirklich schön aussieht. Was ich euch in der Garage auch noch zeigen kann, sind die anderen Fahrzeuge, die wir freischalten können. Die nämlich auch wirklich schick sind. Also ja, da ist uns ganz offensichtlich jemand hinten reingefahren. Okay, spannend. Spannend. Da hat unser Auto auch ein bisschen was abbekommen. Das ist natürlich nicht so schön. Na gut, ist wie es ist. So, wir sind, ich wollte sagen, sind wir jetzt gleich da? Nee, oh Gott, wir haben noch ein ganzes Stückchen vor uns. Sagen wir, warten hier mal. Das war natürlich jetzt auch... Es ist interessant, wie der Kollege hier fährt. Ich wollte sagen, hier sind wir jetzt mal frech und drängeln uns mal einfach vor. Es war alles frei. So, hier wollen wir raus. Genau, wir können hier natürlich auch tanken. Genauso in eine Waschanlage fahren. Ich überlege gerade. Das testen wir jetzt einfach mal. Wartet mal. Hier haben wir ja noch jemanden. Dürfen wir den jetzt auch mitnehmen? Nee, wir dürfen, oder dürfen wir das übernehmen? Das ist leicht. Ich glaube... Ich glaube nicht, ne? Wenn ich das richtig sehe, er ist immer noch in grün. Also entweder habe ich es jetzt falsch gemacht oder wir dürfen wirklich immer nur eine Person hin und her fahren. Ja gut, wir sind auch kein Bus, ne? Wir sind Taxiunternehmen, das stimmt schon. Da wird es dann natürlich ein bisschen schwieriger wieder. Oder besser gesagt, dann ist es wahrscheinlich sogar richtig, dass wir ihn gerade nicht mitnehmen dürfen.
Das finde ich zum Beispiel auch sehr cool, dass wir unterschiedliche Schwierigkeitsgrade haben von unseren Kunden her, dass wir da ein bisschen drauf achten müssen. Ne? Also, dass wir welche haben, ja, die sind ganz entspannt, da haben wir ein bisschen mehr Zeit, die sind nicht ganz so kritisch mit uns. Und natürlich dann die, die dann anscheinend doch zickig werden können, gehe ich mal zumindest stark von aus. Ich hatte jetzt noch keinen mit Schwierigkeitsgrad schwer. Tutorial war natürlich einfach, jetzt haben wir einmal normal. Deswegen würde ich sagen, dass wir, wenn wir hier, ich habe seinen Namen leider schon wieder vergessen. How long till we arrive? Jetzt lenken sie mich doch nicht ab. Wie lange fahren wir noch? Ja. Verzögerung, wow. Warte, ja, ich. Nicht lange. That's great. I have a busy schedule and I really need to be on time. Yeah. It can be tough to balance everything. My week has been hectic. I never seem to have enough free time. Was? Meine Woche war hektisch, irgendwie habe ich nie genug Freizeit. Sometimes it's better to slow down. Dann wir vielleicht wieder weiterfahren. Jetzt sagen wir, was hat denn unser Auto? Okay, das war ein interessantes Gespräch. Wir haben XP-Punkte bekommen. Das ist cool. Das ist sehr, sehr cool, dass wir zwischendurch mit denen da wirklich quatschen können. Okay, finde ich witzig. Finde ich sehr, sehr gut. Ich wollte sagen, hier ist doch grün, ne? Lala. Ich wollte gerade sagen, warum staut sich das hier? Wegen einer Ampel, ja. Wir wedeln uns hier mal wieder ein. Sagen wir möchten hier raus. Oh, ich hoffe, der fährt mir jetzt nicht rein, ne? Okay, passt. Das ging noch gut. So, wenn ich es richtig gesehen habe, dürfen wir hier 70 fahren. Oder auch nicht, weil hier eine Ampel ist. Wie lange fahren wir noch? Oh, 2 Kilometer noch. Dann jetzt aber mal Hackengas. So, hier steht 70. Okay, wir kommen schon wieder nicht weiter. Wir werden es vielleicht noch schaffen, dass wir mal 70 fahren können. Ich weiß es nicht. Auf. Das ist halt die Frage. Ja, huch. Warum er uns da anzeigt, noch, sag ich mal, 1 Kilometer, wenn wir da rechts fahren. Wenn unser Navi sagt, wir sollen weiter geradeaus. Na gut. We will see. Na gut, deswegen werden wir wahrscheinlich auch keinen zweiten Fahrgast mitnehmen dürfen, weil... Oh, ich hoffe... ich sehe ihn schon. Das war knapp. Weil wir natürlich nur eine Strecke auf unserem Navi dann wahrscheinlich haben. Dann, oh nein, da kommt noch einer. Kriegt er mit, dass wir blinken? Ja, okay, so wie es aussieht, lässt er uns hier auch rein, ne? Gut. So, ich wollte gerade sagen, hier, das passt. Und er möchte auch einscheren, es tut mir leid, ich lasse ihn mal nicht rein. Jetzt müssen wir wieder rüber, okay, das ist sehr interessant. Sehen wir jetzt mal? Wir rollen ständig, ne? Machen wir Handbremse wieder rein. Gut. Ja, also bis hierhin finde ich das Spiel wirklich witzig. Ich hätte auch definitiv Lust, das noch ein bisschen weiter zu spielen. Ich glaube, dass wir hier echt sehr viel Potenzial drin haben. Ich glaube, das kann echt mega, mega lustig sein. Und natürlich auch der Stressfaktor wird dann sehr, sehr, sehr interessant. Wenn, ich wollte sagen, wir dürfen hier 70 fahren, aber haben hier die Verkehrsbubbles auf der Straße, okay. Obwohl, hier dürfen wir vielleicht gar nicht mehr 70 fahren, ne? Wissen wir nicht. Handbremse regelt. Ja, ich glaube, dass das wirklich cool sein kann, das Spiel. Und jetzt kann ich euch nochmal hier draußen das alles zeigen. So, hoppala. Ne, wir dürfen auch gar nicht, wir können gar nicht so ultimativ krass manchmal uns umgucken. Auto. Okay, das ist jetzt interessant. Ach jetzt, ach, ich hätte... Das... Das war jetzt gerade, weil ich irgendwie mein Lenkrad außer Kraft gesetzt habe.
Okay, wir merken uns, wir tippen nicht einfach mit der Maus irgendwo rum, weil wir sonst irgendwie das Lenkrad mal kurz sehr aus dem Takt bringen, würde ich sagen. Das war interessant. Okay, okay, okay. Sagen wir möchten hier eigentlich abbiegen. Voilà. Okay, so stehen ist natürlich eigentlich, ne, vom echten Verkehrsflug total falsch gerade. Aber wir bleiben jetzt trotzdem mal kurz hier so stehen. Ich sehe auch gerade gar nicht mehr die Ampel, ne? Die fahren aber alle. Dann würde ich mal sagen, wir dürfen eigentlich auch. So. Okay, das war gerade wild mit dem. Das hat mich gerade ein bisschen aus dem Takt gebracht, hier das Lenkrad. Oh, kurze Frage, seit wann, warum haben wir zwei Leute dabei? Jetzt bin ich voll über die rote Ampel gefahren, ne? Sind wir zu zweit hier eingestiegen? Also das ist natürlich auch sehr cool, dass wir, das sehe ich jetzt gerade erst, dass wir tatsächlich die Leute hier sehen können. Das freut mich sehr. Willkommen. Schön, dass sie da sind. So. Irgendwas sagen. Irgendwie habe ich mein Lenkrad, glaube ich, ein bisschen aus dem Takt gebracht hier gerade. So. Gleich sind wir angekommen. Das hatte ich zum Beispiel mit dem... Das... Tut mir leid. Ja. Okay. Da sehen wir aber... Da ist es ja ein schönes Beispiel. Wir müssen wirklich darauf achten, wie wir fahren, ne? Da müssen wir wirklich, wirklich drauf achten, was wir da genau machen. Und, ach, ich wollte jetzt sagen, wie haben wir hier irgendeinen? Da, guck mal, den nehmen wir. Isabel Williams mit Leicht. Haben wir. Also, wir müssen darauf achten, wie wir fahren. Ansonsten, ne, der Kunde verliert die Geduld, hat keine Lust mehr auf uns. Und, ja, der Auftrag wird abgebrochen. Wir kriegen kein XP, wir bekommen kein Geld. Ich sag jetzt mal so, ist jetzt ein bisschen blöd gewesen wegen dem Lenkrad hier, als es da so rum... gewonnen hat, aber nichtsdestotrotz haben wir es so wenigstens hier einmal sehen können, was passiert, wenn ein Kunde unzufrieden ist oder sich nicht mehr so wohl bei uns fühlt. Natürlich, ne, gleich unser allererster Auftrag und dann so. Wir sehen, die bleiben auch wirklich stehen, wenn wir weiterfahren, ne, und sobald wir stehen bleiben, gehen sie dann halt auch über den Zebrastreifen rüber. Also wie gesagt, ich finde es wirklich, wirklich cool. Macht hier ist eigentlich 30er-Zone, wir fahren 50, aber ne. Hoffentlich gerade keine Polizei irgendwie in der Nähe. So. Dann nehmen wir doch mal Wesi Isabel, glaube ich, ne? Hi. Hi. Hallo, schön, dass du da bist. Ich frage mich immer noch, wo die andere Person herkam. Warum wir zwei, also es waren wahrscheinlich zwei, die dann da bei uns eingestiegen sind, ne? So. Der geht rüber und dreht wieder um. Ist auch interessant. Oh, ich wollte sagen, die will doch noch rüber. Wie los hier, ne? Warte, dann kannst du jetzt... Entschuldigung, wir haben keine Zeit. Das tut mir eigentlich, ne? Eigentlich haben wir dafür... Na gut, wir haben sie ja rübergelassen. Ich höre schon wieder auf zu meckern. So, ist auf jeden Fall ein Spiel, wo ich jetzt mal sagen würde, man muss zum Teil wirklich ein bisschen Geduld mitbringen. Zumindest, wenn man vernünftig die XP haben möchte, ne, mit an der Ampel halten, vernünftig fahren und so weiter. Aber wir haben es jetzt halt wirklich gesehen, ne, machen wir das nicht oder fühlt sich der Fahrgast halt unsicher durch, ja, wie es halt einfach so ist. Dann wird es halt ein bisschen schwierig. Ich gehe zumindest stark davon aus, dass es jetzt aufgrund unseres Unfall-Dilemmas war. Weil Zeit müssten wir ja, glaube ich, noch gehabt haben. Jetzt tatsächlich gar nicht mehr. Oh, das schaffen wir noch. Habe ich tatsächlich gerade gar nicht mehr so krass drauf geachtet. Oder hatten wir gar keine Zeit einfach mehr. Ich werde es in der Aufnahme, in der Bearbeitung sehen. Gehen Sie doch bitte, genau. Dankeschön. In der Bearbeitung werde ich sehen, ob es wirklich daran lag oder ob... Obwohl, wir hatten eigentlich... Eigentlich müssen wir noch einiges an Geduld gehabt haben vom Gast, oder? We will see. Na gut, aber nichtsdestotrotz, woran auch immer es lag, selbst wenn wir zu langsam waren,
und er deswegen die Geduld verloren hat oder wegen unserer Fahrweise. Wir haben gesehen, was passieren kann. Dafür ist es wieder in Ordnung. Es war ein Test. So können wir es zumindest auslegen. So. Sagen, wir möchten noch weiter geradeaus. Wir werden nicht mehr mit der Maus irgendwie rumtippen. Wie gesagt, ich glaube, ich habe dadurch mein Lenkrad einmal ein bisschen aus dem Takt gebracht. So. Das finde ich halt auch witzig. Ich muss, ne, ihr habt es gerade gehört, der Blinker ging wieder aus. Das war nicht ich, sondern das ist wirklich von der Lenkung her, wie wir es halt auch aus dem... Shit. Das wollte ich nicht. Aus dem Real Life kennen, wenn wir Auto fahren, ne, wenn wir unser Lenkrad wieder etwas anders einstellen, dass der Blinker dann auch von alleine ausgehen kann. Und so funktioniert das hier auch. Genau, ich wollte gerade sagen, ich möchte hier raus. So, wir haben noch ein ganzes Stückchen fahren, ne? Wir haben noch ein Stückchen, ich weiß gar nicht, wie schnell wir jetzt hier gerade dürfen. Da haben wir ein Schild. 70, ja, top. Ich weiß gar nicht, ob wir ein Tempomat haben, das hatte ich jetzt noch gar nicht gesehen. Müssten wir uns in den Einstellungen mal anschauen, wie es damit ausschaut. Tempomat wäre ja auch nochmal nett. Aber ich fand das Gespräch ganz cool, dass wir halt mit unserem Fahrgast ein Gespräch führen können. Eine sehr, sehr witzige Idee, muss ich sagen. Stopp. Ah, wollte ich gerade sagen. Ich würde sagen, das war ich nicht. So. Ja, denn ich wollte sagen, denn... Oh, vorne. Ist ja wild hier, ne? Es ist wild. Sieht auch nach einem dicken, fetten Unfall bei denen aus. Da müssen wir mal hier so dran vorbei. Eieiei. Ein bisschen chaotisch hier, ne? Bisschen sehr chaotisch, das Ganze. Wow. So. Summer. Schnell dürfen wir hier? Wissen wir auch nicht. Ah, super schön gemacht, ne? Super schön gemacht hier das Ganze. Grafik her finde ich es richtig gut. Und so von der Fahrweise eigentlich auch fein. Ja gut, jetzt das kleine Dilemma mit dem Lenkrad. Aber ich denke, wenn man das weiß, ne? Ich darf dieses hier ins welches gerade nicht tippen, weil sonst mein Lenkrad da aus dem Takt wirft. Okay. Und ich denke mal, dass da auch noch dran gearbeitet wird, von den Entwicklern her. So. Guck mal, hier dürfen wir wieder was einsammeln. Haben wir das jetzt gemacht? Wissen wir nicht. Genau, jetzt, pass auf, jetzt habe ich wieder hier mit der Maus. Und das ist wieder das Problem gewesen. Oh, unser armes Auto, ne? Seht euch das an. Okay, das ist wirklich schwierig. Weil er jetzt... Ich drehe gerade mein Lenkrad. Ich stehe mit dem Fuß auf dem Pedal und das erkennt er gerade nicht mehr. Und ich weiß nicht, warum das der Fall ist. Ich denke mal, weil ich mit der Maus getippt habe. Und das hat ihn jetzt wieder gestört. Also machen wir den Rest einfach mal. Das mache ich jetzt gerade mit der Tastatur. So. Das werde ich mir auf jeden Fall nochmal angucken. Ja, gerne. Was? Dann halt nicht. Ist okay. So. Wir haben aber direkt den nächsten Auftrag hier schon bekommen. Und jetzt darf ich auch wieder... Oh. Die Ampel in der Kreuzung vor dir funktioniert nicht richtig. Okay, das ist natürlich auch mal ein sehr cooler Hinweis. Aber das ist gar kein Problem, weil wir fahren erstmal hier so weiter. So, zack, zack. Ich wollte sagen, den einen Auftrag machen wir jetzt hier noch.
ist ja schade, ne? Dass sie da unser armes Auto ist. Tut mir so leid, ne? Unser schöner Wagen. So. Wen haben wir denn hier? Hey! Hi! Ah, wir haben gleich zwei. Steuerbehörde, warte. Oh, ich möchte eigentlich das gerne einsammeln. Ich traue mich aber gerade gar nicht, die Maus zu tippen, ne? Oh, es hat ja einmal geklappt. Okay, ich wollte sagen, wir machen es einfach mit dem Lenkrad. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, ne? Wir lassen erstmal die Maus einfach, wo sie ist und außer zum Gucken, ja. Aber ansonsten, achso. Ja, sorry. Handbremse. Dann lassen wir das mal, dass wir auf Maustasten drücken. Ach, guck mal, hier, die ist also ausgefallen, okay. Auch witzig, ne? Dass wir diesen Hinweis bekommen. Ich möchte gerne. Oh, wow. Halt, stopp. Dürfen wir da so lang? Hier ging von durch, da ging von. Puh. Ich möchte gerne einen Auftrag mal zufriedenstellend abschließen. Weiß nicht, ob wir das heute hinbekommen. Ich weiß noch nicht, inwieweit das jetzt mit. Aber dass das bemerkt wird, dass wir zum Beispiel gerade gar keinen Blinker und so weiter gedrückt haben. Blinker möchte ich gerne auch nochmal umstellen, glaube ich. Eintasten hier gerade noch nicht so ganz zufrieden, muss ich leider sagen. Aber das war die Standardeinstellung. Da habe ich auch noch gar nichts weiter angepasst. Aber so an sich passt es gut vom Lenkrad her. Also von der Empfindlichkeit und so weiter. Da haben wir auch den Hinweis bekommen vom Spiel selber, dass wir da noch ganz, ganz viel einstellen können, wenn wir das möchten. Aber für mich war es jetzt erstmal so okay. Kann auch sein, dass ich da noch irgendwie ein bisschen was weiter mit anpassen werde. Aber erstmal war es gut. So, was sagen, wir fahren hier artige 70. Geduld, ja, die haben nicht ganz so krass viel Geduld, würde ich sagen wollen, ne? Dafür, dass es eine relativ kurze Strecke ist, geht der Balken doch ziemlich schnell runter. Oh, das stresst mich dann ja schon ein bisschen, ne? Aber ganz klein wenig. Oh. Was sagen? Hier dann lang? Wieder. Ja, okay, wir dürfen. Oh, ich wollte sagen, fahr bitte geradeaus, du möchtest nirgends abbiegen, du möchtest jetzt nicht hier auch irgendwo rüber. Dürfen wir immer noch 70 fahren? Ja, dürfen wir. Okay, sehr gut. Oh. Okay, top. Und weiter geht's. Hoppigla, oh, nur noch 50. Okay, schade. So. Ich würde sagen, springt die Ampel noch um? Ja, natürlich tut sie das. Bäumchen. So, hier fahren wir mal schnell weiter. Müssen uns. Okay, jetzt geht's wieder, ne? Hat sich das inzwischen wieder erholt von der Geduld her von den Leuten? Oder? Ich gucke die ganze Zeit gerade, wie schnell der Balken da runter geht oder auch nicht. So. Bordstein mitgenommen. Dann hier dürfen wir eigentlich mit Sicherheit nur noch 30, gehe ich von aus, so wie es hier ausschaut. Dann guck mal, die halten sich sogar in rechts vor links. Das ist cool. Das ist sehr cool. Aber ich finde, es sieht halt so schön aus hier draußen, ne? Also von der Strecke her, von der Landschaft her, mega, mega schön gemacht. So, den lassen wir natürlich vor. Komm, ein bisschen Hackengas. Also nach wie vor, das Gespräch hat mich total gefesselt. Ne? Ich fand das mega cool, dass man mit denen so reden kann. Es würde mich auch nochmal interessieren, das werde ich auch nochmal gucken, ob wir auch so ein Gespräch auslösen können oder ob das wirklich immer nur von KI-Seite kommen wird. Oder ob wir auch gucken können, dass wir mit denen sprechen, ne? Dass sie sich wohlfühlen, ein bisschen quatschen. Ja, wo möchten sie denn hin? Und ne, wie geht's ihnen? Haben sie einen schönen Tag? Und so weiter. Das wäre nochmal sehr, sehr cool, wenn wir die Leute in ein Gespräch verwickeln können. Dann hier ist ja auch spannend, ne? So, nur gucken. Das war
keinen Unfall bauen? Weil, ne, wir haben festgestellt, dann könnte es sein, dass die Leute ein bisschen zickig werden. Aber wir sind gleich angekommen. Jetzt bin ich wirklich mal gespannt. Der fährt ja auch spannend. Also ich bin gespannt und der fährt spannend. Was die jetzt sagen. Ob die zufrieden sind mit unserer Tour. Das ist wieder das Lenkrad, ne? Weiß nicht, ob ihr das... Ja. Ich weiß nicht, ob ihr das Knacken hören könnt. Das ist mein Lenkrad gerade wieder. Das ganze Warte über der Markierung, um den aktuellen Job zu schließen. Ja, das würde ich gerne. Was aber gerade aus irgendwelchen Gründen nicht. Oh Gott, guckt euch unser Taxi an. Das ist sehr traurig und wir haben ja nicht wirklich Geld gemacht. Thanks. Have a nice day. Ja. Danke. Oh, trotzdem 4 Sterne. Okay. Das, ja, geht ja noch, ne? So, guck mal, Länge kurz. Den einen Auftrag machen wir noch. Kommt. Ein Auftrag. Guck mal, tippitoppi. Das machen wir jetzt mal in der Außenansicht. Die allerletzte Strecke. Oh, unser armes Auto. Was hat es denn? Ich verstehe nicht, warum er... Deswegen dem Bordstein, wenn wir da dran kommen, dass es das eben war. Sehr interessant. So, guckt, hier ist zum Beispiel auch, hier können wir tanken und hier können wir auch unser Fahrzeug waschen. Ne? Das sind halt Sachen, wo wir auch drauf achten müssen. Ihr könnt es ja unten rechts sehen, ne? Unsere Anzeige. Ganz klar, Wartung. Also unser Auto geht es gerade nicht mehr ganz so tippitoppi gut. Als nächstes haben wir, also die zweite Leiste, die wir da sehen können, das ist tanken und dann nochmal die Sauberkeit von unserem Fahrzeug. Also das sind alles auch Punkte, wo halt die Fahrgäste wohl drauf achten. Ah, dahin, ich wollte gerade sagen, sollen wir hier schon rein? Yes. Oh, jetzt. Zwar knapp, aber es hat funktioniert. Der Kunde hätte wirklich, er hätte auch einfach zu Fuß gehen können, ne? Wenn wir ehrlich sind, hätte er zu Fuß gehen können, wenn wir uns die Strecke hier gerade angucken. Aber das werden wir ihm natürlich nicht sagen, sondern wir nehmen lieber das Geld und hoffen, dass dieser Kunde dann auch mal zufrieden ist. Achso. Hi. Ich hab's gerade gedacht, wir hätten ihn schon dabei. Achso, jetzt verstehe ich. Okay. Das war gerade ein totaler Denkfehler von mir. Dadurch, dass da vorhin noch einer stand, habe ich gedacht, wir haben den schon direkt mitgenommen. Okay, nein, wir mussten ihn erst noch abholen. Sprich, wir sind also kontaktiert worden, ob wir jemanden noch abholen können, mitnehmen können. Ne? So würde ich sagen. Also wir müssen noch nicht mal unbedingt in die Karte gucken, um die Leute einzusammeln, sondern wir kriegen auch so die Aufträge. Ich wollte sagen, hier darf ich nicht rein. Aber soll ich hier oder? Nee, die nächste erst, ne? Aber ich glaube, bei den Straßen ist es eh egal. Okay, das war gerade ein Denkfehler von mir, aber gut, ne, wir testen das Spiel ja gerade. Wie gesagt, ich habe es auch noch in keinster Weise gespielt, außer das Tutorial am Anfang. Und da, wenn ihr das sehen möchtet, schauen wir uns das natürlich gerne auch nochmal zusammen an. Und sagen, die Geduld von ihm ist noch entspannt. Wir gucken mal, dass wir hier relativ zeitig und flott durchkommen. Die Strecke machen wir jetzt einmal in der Außenansicht, dass wir das halt auch nochmal hatten und hier alles schön sehen können. Aber ansonsten würde ich, also ich finde es in der Innenansicht wirklich sehr, nicht schon wieder, sehr, sehr cool gemacht. Und würde wahrscheinlich auch die meiste Zeit in der Innenansicht fahren, außer ja, irgendwie mal zum Parken oder irgendwas, wo es für mich dann doch angenehmer ist, die Außenansicht zu sehen. Ich möchte eigentlich blinken, aber ich komme gerade nicht mehr auf meinen Blinkhebel. Ich muss es unbedingt umlegen. Weil sobald ich das Lenkrad drehe, komme ich an den Knopf nicht mehr so gut dran, wo ich blinken kann. Das ist ein bisschen doof. So. Nein. Oh, das schaffen wir noch. Das ging gerade noch so. So. Dann, wir möchten... wir möchten den erstmal rüberlassen. Obwohl, ja. Hopp. Ich hätte da eigentlich da... Genau, ich wollte sagen, wir fahren hier einmal durch. So, weil... Hätten wir hier reingemusst? Nee, ach, guck mal, wir können auch da lang. Ist egal. Okay. So, ich wollte sagen, die bleibt noch stehen. Das ist gut.
Wir dürfen mal wieder 70 fahren, das ist noch besser. Und dann geht es hier auch nochmal weiter. Okay, 75 ist vielleicht zu viel. Da bin ich auch gespannt, wie es aussieht, wenn uns wirklich mal die Polizei anhält. Wie das gemacht ist, was sie sagt, was es uns kostet, bei was sie uns rauszieht sogar, ne? Ich würde sagen, wir müssen eigentlich darüber. Das ist auch nochmal super, super spannend und interessant. Also, ne, so dürfen wir eigentlich hier nicht. Achso, wir sollen eigentlich drehen wahrscheinlich, ne? Ich gehe davon aus, dass wir eigentlich drehen sollen. Und dann hier parken. Deswegen zeigt er die Strecke auch so an, ne? Sieht es aber. Und? Was sagst du? 4 Sterne auch wieder. Kundengeduld passte soweit. Haben wir Trinkgeld bekommen? Ein bisschen sogar. So, ihr Lieben, das war es dann aber auch für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. So ein kleiner Eindruck hier in unseren neuen Simulator. Wenn ihr Lust habt, können wir den auf jeden Fall gerne weiterspielen. Ich hätte auf jeden Fall Bock, weil ich ihn einfach witzig finde. Und ich glaube, es da noch viel zu entdecken gibt. Es gibt sehr schöne Autos, die wir noch freischalten können. Und ja, dann bin ich mal gespannt, was ihr so sagt, was ihr schreibt. Ich freue mich auf eure Kommentare. Und dann wünsche ich euch natürlich noch einen schönen Tag und würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.